beim Zahlenteil des Businessplans geht es darum, dass ihr zunächst einmal den Kapital- und Investitionsbedarf ermitteln müsst. Also was braucht ihr, um euer Unternehmen wirklich verwirklichen zu können? Und ich rede hier von tatsächlicher, richtiger Verwirklichung. Also ihr wollt ja langfristig erfolgreich sein mit eurem Unternehmen. Das heißt, nicht am falschen Ende sparen. Damit ihr das strukturiert zusammenstellen könnt, gibt es auf der Homepage von promotionnordhessen.de im Login-Bereich das Businessplan-Tool. Dort könnt ihr alles strukturiert eintragen. Da werden auch die nötigen Verbindungen zu der G&V-Planung gemacht. Das heißt, Abschreibungen werden ermittelt, Kosten werden ermittelt. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite, das im Überblick zu haben. Beim Investitionsbedarf geht es also darum, unter der Maßgabe Nice to Have erstmal alles, was für das Unternehmen gut sein kann, zu ermitteln. Dazu gehört die Produktionsstätte, vielleicht ein Grundstück, was man kaufen muss, Fahrzeuge, mit denen der Vertrieb unterwegs ist. Dazu gehören die Kosten für die Hard- und die Software, genauso natürlich wie die erste Lagerausstattung. Tipp von mir, sortiert das Ganze nach kurzfristiger und langfristiger Nutzungsdauer. Das erleichtert die Finanzierungsplanung, weil man dann besser die verschiedenen Kreditmittel auswählen kann. Wenn ihr nun den Investitionsbedarf geklärt habt, ist es wichtig festzustellen, wie viel Geld wollt ihr denn aus euren privaten Mitteln einsetzen. Ja, also die sogenannten Eigenmittel. Die sollten bei einer Finanzierung, wenn möglich, 20% vom Investitionsbedarf betragen. Die meisten haben den Ehrgeiz, möglichst viel Eigengeld einzusetzen, weil sie sagen, sie brauchen dann weniger von der Bank. Ich sage aber, es ist nie wieder so einfach, wie bei der Existenzgründung, von der Bank Geld zu bekommen. Deswegen haltet euch da zurück. Ich habe hier ein Bündel Geld dabei. Wenn man sich vorstellt, dass das mein Geld wäre, setzt nicht alles auf eine Karte. Behaltet eine Reserve zurück. Die eine Reserve braucht ihr für den Plan B, wenn ihr nochmal nachfinanzieren müsst, weil irgendwas in eurem Unternehmen zu langsam gegangen ist. Ihr habt nicht pünktlich liefern können, ihr müsst einen zweiten Lieferanten organisieren oder einen Auftrag vorfinanzieren. Der Kunde bezahlt die Rechnung später. Wenn ihr Geld habt, kriegt ihr auch noch mehr von der Bank. Und die andere Hälfte braucht ihr, um, wenn es mal ganz schief läuft, für einen Neustart Kapital zu haben, ja, um auch da nochmal vorwärts zu kommen und zu überbrücken. So, wenn das mit dem Geld geklärt ist, müsst ihr ja irgendwann mal zur Bank gehen und den Kreditantrag stellen. Dabei müsst ihr beachten, es gibt kein Recht auf Kredit. Die Bank entscheidet bei einer Kreditvergabe wie ein Investor. Das heißt, sie handelt wie ein Unternehmer und entscheidet, ob sie euch Kredit gibt. Die Kreditvergabe ist eine Investition, ist ein individueller Vorgang. Nur weil es gestern ging, heißt es nicht, dass es heute oder morgen genauso sein wird. Also bereitet euch auf das Gespräch mit der Bank vor. Fragt danach, was für Unterlagen wichtig sind. Es wäre ärgerlich, wenn euer Antrag daran scheitert, weil ihr unvollständiges Material abgegeben habt. Wenn ihr dann wisst, was für Unterlagen da sind, ist es sinnvoll, einen eigenen Finanzierungsvorschlag zu erarbeiten und möglichst auch öffentliche Förderkreditmittel einzuplanen. Und beachtet den Faktor Zeit, sprecht die Bank frühzeitig an, denn ein Investitionskredit wird nicht so schnell entschieden wie eine Autofinanzierung oder wie eine Hausfinanzierung. So, jetzt denkt ihr bestimmt, klasse, jetzt haben wir ja das Thema Bank und Kapital und Finanzierung erledigt. Dann kann ich euch aber sagen, das ist mitnichten so. Denn ohne Moos nichts los. Die Erfahrung zeigt, es ist nie genug Geld im Umlauf. Wenn ihr also wissen wollt, warum es nie genug Geld ist, warum es bei der Gründung nicht sinnvoll ist, schon an die Entschuldung zu denken und was das Wort Vertrauen mit der Bank zu tun hat, dann meldet euch zum Seminar Businessplan gewusst wie am 25. April 2017 bei Promotion Nordhessen im Web oder über Facebook an.